Zahnarztpraxis. Bäh. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Sie konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei dem ganzen Mord, den die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht haben. Ha! Oh, meine Fresse. So. Eieieiei. Blödes Geschütz. So. Geld. Da haben wir noch Schrot. Da haben wir noch Bandagen. Da haben wir noch einen Asche. Ich sehe nichts. Wow! Alter! Ah! Das war eine Leiche. Wo kommt die denn her? Dieses Game soll nicht so creepy sein. Oh, das ging sogar. Bleib einfach sitzen. Randale, sag ich mal nur. Love is happiness, I've had happiness. Ah, but it ended one day. Now I love okay. Puh, so. Ich hab's so gewusst, du hässlicher Bastard! Oh, ja, ich habe mich gerade erschrocken, auch wenn es nicht so angehört hat. Da ist nämlich der Tempo-Hacker. Mann, ich dachte, das ist das komische Telekinese-Plasmid. Meine Fresse. Adrenalinstoß, ey. Tempo-Hack ist das beliebteste Produkt der Hacksmart-Produktreihe, da es ihnen genug Zeit verschafft, um sich ein jedes elektronische Gerät zu hacken. Mit Tempo-Hacker ist die Zeit auf ihrer Seite. Du hast dein erstes Techniktonikum erhalten. Techniktonika verbessern deine Fähigkeiten zu hacken oder Maschinen zu benutzen. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tonikum-Typen installiert. Ja, okay. Alter, ich hab's so gewusst. Da stehen wir da, werden wir eingefroren. Ich wusste in dem Moment schon, jetzt ist irgendwas hinter mir. Dreh mich um, auf einmal steht der blöde Typ da. Das gleiche war schon beim Reingehen mit der Leiche auf dem blöden Stuhl. Ich traue mich schon gar nicht mehr, dort durchzugehen. Meine Herren. Boah. Ihr seht, es wird Zeit für eine Aufnahmepause langsam. Denn ich drehe schon am Rad. Und das, obwohl Bioshock ja eigentlich kein Horrorgame ist. Nein, du brauchst einen Schlüssel. Ernsthaft? Komm nicht einfach hier durch. Das wäre zu einfach. Key Return. So, da brauchen wir schon das komische. Ah, Moment mal. Das bin ich. Und ich brauche. Wir müssen irgendwo das komische. Da ist noch eine Vita Chamber. Wir müssen irgendwo das. Komische. Telepathie-Plasmid finden.
Zigaretten. So, da ist eine Leiche. Hallo Tür. Telekinese. Schalte für eine Ballmaschine. Ich denke wohl eher nicht. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Okay. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie sie auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Du hast keine Slots mehr und musst ein Plasmid ersetzen. Du kannst mehr Slots an einem Gatherer's Garden kaufen. Ersetzte Plasmide können bei einer Genbank neu aufgenommen werden. So, da werde ich aber mal das Abfackeln wegtun. So. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Evolve today! Halte linke Maustaste gedrückt, um Objekte zu greifen. Lasse linke Maustaste los, um sie zu werfen, oder drücke V, um sie fallen zu lassen. Halte linke Maustaste gedrückt, um Granaten oder Tennisbälle zu fangen. So, jetzt aber. Pam! Pam! Oh! Oh! Das wollte ich gar nicht. Oh, komm schon. Wow! So. Puh! Okay. Können wir die wieder irgendwie ausschalten? Eine provisorische Ballmaschine. Boah. Das verbraucht stetig Eve, oder? Nö. Schön. Lalalalalala, hallo Wasser. Was haben wir hier? Den Tennisschläger von gerade eben wahrscheinlich. Ein bisschen Pokal, ein bisschen dies und das. Und jetzt haben wir unser Telekinesplasmid. Und jetzt müssen wir nur noch... Ich trau dem Ding nicht so recht. Nur noch wieder zurückfinden, wollte ich gerade noch sagen. Aber da haben wir noch was übersehen. Und ich weiß, dass wir da hinten noch ein Telekinese-Plasmid brauchen. Also gehen wir nochmal dahinter. So. Okay, ich weiß nicht, ob das da so sinnvoll ist, das da oben. Ob wir nicht zuerst hochgehen sollten. Ach, es gibt so viele Wege wo wir weiter können. Mann. Wir könnten hier, dann könnten wir da drüben irgendwo. Ah! Mann. Egal, gehen wir hier weiter. Das sind nur noch zwei Räume. Aufs Maul, Kamera! Dreh dich wieder weg! Uah. Oh!
Oh, wir haben fast keine Munition mehr. Sehe ich gerade. So. Kurz vorbeigeschlichen. Das muss man ja auch drauf haben. Ah, da ist noch eine. Nein, 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 nein. So, einmal hacken in Ruhe. Da runter müssen wir. Das kriegen wir doch hin. Da. Da. Da, 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 da und da. Okay. Ionischer Schrot und sonst? Ein Safe. Hacken wir mal. Aber der, glaube ich, ist viel schwieriger zu hacken als die anderen Sachen. Ja, ungefähr mal deswegen. So, weil es sehr schnell losging. So, Ergebnis des Hackens. Erfolgreicher, Quatsch. Ergebnis des erfolgreichen Hackens. Ich kann echt nicht mehr lesen, das ist unglaublich. Safe lässt sich öffnen. So, was haben wir hier drin? Hat sich, glaube ich, gelohnt. Die Kamera ist noch auf unserer Seite. Das gefällt mir sehr. Die da drin nicht. So. Ist doch nicht weg. So. Damit das Ding auch mal nicht mehr so nervt wie sonst die ganze Zeit. So. Ja, so rum will ich es haben. So rum. Das da. Das da. Das da. So. Wunderbar. Jetzt sind uns keine Kameras mehr im Weg. Und jetzt können wir uns wieder auf die Suche nach dem Weg zurück machen. Aber das, Freunde, das werden wir erst in der nächsten Aufnahmesession machen. Ich gehe noch mal ganz kurz die ganzen Kassetten ab. Am Boden, ob ich was vergessen habe, aber komische Geräusche. Ich bleibe dabei. Auf jeden Fall werden wir uns hier unten. Alter, wo kommst du denn jetzt her? Spawnen die dann nach einer Zeit endlos? Ich hoffe nicht. Ich hätte auch noch einen. Hier unten haben wir aber alles abgegrast. Ne, die sind einen Zwischengang. Noch nicht. Moment. Wo kommst du denn? Wo kommen die denn immer her? Nein, 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 nicht Behälter. Das ist das falsche Zimmer. Moment. Ach, wir kommen wahrscheinlich hier durch. Alter! Ohne Witz! Wo kommen die denn immer her? Ach, das ist der Gang. Da waren wir schon. Aber hier haben die Türstellung nicht geöffnet. So. Guck
Komische Sache. Egal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und zwar morgen bei Let's Play Bioshock 1. Und bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag, Leute. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ciao.